Radio Siegen aus Aachen. Und die Ölcher, die können Blattschwätze. Und einer von ihnen kann das sehr gut, das ist Arno Gisela. Hallo. Hallo, alle zusammen. Sie haben da mal ein bisschen was vorbereitet, einen Psalm. Einen Psalm, ja, eher einen etwas ernsteren Text, denn es gibt ja nicht nur lustige Anekdoten, sondern auch schöne Sachen, die man übersetzen kann. Und da habe ich mir den Psalm 121 mal angeguckt und habe ihn mal frei nach meiner Interpretation ins Ölcher Blatt übersetzt. Bitteschön. So, und das heißt so, Psalm 121. Wenn ich in der Weltgeschichte unterwegs bin und ob einmal vor einem Warnebär stehe, wo dann kommt mir dort Zuversicht? Zuversicht kommt mir vom Herrn, der Himmel und er mit all dem Schönen gemacht hat. Herr, passt ob, dass ich nicht stolpern oder fallen. Herr, gött ob mich und ob uns all achte, Tag und Nacht, jeden Tag und jede Nacht, ohne auch nur einmal auszuroben. Herr, nimmt mich bei der Hand und sorgt dafür, dass ich am Tag nicht vor der Sonne und in der Nacht nicht vom Mond er gemacht werden. Und deshalb soll der Herr dich bewahren vor allem, was dir schaden können und auch dein Gemüt stark machen. Der Herr soll dich beschützen bei allem, was du machst, jederzeit, itzend und bis in alle Ewigkeit. Amen, sag ich mal. Also das waren schöne Worte. Ja, es gibt Applaus. Schöne Worte aus Aachen von Arno Gisela. Herr Gisela, schwätzen Sie zu Hause auch platt? Daheim schwätzt nicht nur platt. Meine Frau und meine zwei Kinder, die schwätzen Hochdeutsch, aber verstört Dose mich. Was ist Ihr Lieblingswort auf platt? Alles. Ich sag mal Nodder. Für zumindest diesen Moment. Vielen Dank an Arno Gisela aus Aachen mit unserem schönen Plattschwätze-Einstieg hier quasi. Jetzt wieder Musik bei Radio Siegen von Visage. Fade to Crave. Radio Siegen heute live aus Aachen und eins haben wir schon rausgefunden. Die sind alle sehr, sehr gastfreundlich hier. Ja, und nicht nur wir sind zu Besuch heute in Aachen, sondern auch Gäste aus Ungarn, aus der Partnerstadt Mohr sind da und besuchen uns heute auch hier von Radio Siegen aus. Herzlich willkommen. Ja, danke schön, ich auch. Wie ist Ihr Name? Mein Name ist Agi Kojos. Alles klar, lasse ich mal so stehen. Schön, dass Sie am Radio Siegen Mikro sind. Sie kommen genau woher? Aus Mohr auch? Ja, natürlich aus Mohr. Mohr ist Partnerstadt von Freudenberg. Und dann in diesem Jahr, das ist ein großer Glück, ein großer Feier, weil wir schon 25 Jahre machen diese Partnerschaft und wir haben eine große Jubiläum. Dann können wir uns ja zusammentun und eine Party machen, weil Radio Siegen wird dieses Jahr auch 25. Das passt ja. Ja, dann vielleicht wir können dann zusammen feiern. Das machen wir, auf jeden Fall. Sie haben sich ein paar Dinge angeguckt, auch besichtigt hier in der Gegend, in Museen oder so? Nein, wir haben einen sehr guten Freund, heißt Günther Hensch, er ist von Hirchenbach. Und dann, er macht parallel mit Mohr nicht nur Partnerschaft, nur Weiterbildungen. Und dann, ich arbeite in einer Grundschule und wir haben sehr guten Kontakt. Und schon, das ist schon das 11. Jahr, wir zusammen kommen nach Deutschland. Und in diesem Jahr für Jubiläum, wir könnten mit Freudenberger feiern. Und im diesem Jahr wir organisierten unser Programm mit eurer Schule. Wir waren schon in Realschule und dann in Gesamtschule und vielleicht, dass wir eine gute Idee dann weiter können sowas machen. Auf jeden Fall. Frau Kajos, Sie sprechen sehr, sehr gut Deutsch, viel besser als ich Ungarisch spreche. Patricia. Ja. Wie kommt das? Haben Sie schon viele, viele Sprachkurse gemacht oder waren schon oft in Deutschland? Nein. Ich hatte meinen Namen geboren, Pacher. Meine Mutti, sehr viele Freudenberger kennt meine Mutti, sie Agnes Kajos, Agnes Pacher, sie schon 25 Jahre, dann die erste war nicht nur in Ungarn, hier auch in Freudenberg, wer hat diese Partnerschaft gemacht und dann sie hat geboren auch in einer deutschen Familie und erste dritte Jahr sie nur Deutsch gesprochen und dann zu Hause in unserer Familie wir auch Deutsch gesprochen und ja natürlich später ich in der Schule gelernt. Aber Blatt können Sie nicht, ne? So wie der Herr Gisela eben. Aber wir können ja noch dran arbeiten. Wir sind auch noch eine halbe Stunde hier. Radio Siegen heute live aus Aachen. Wir müssen kurz winken. Der Trecker fährt weg. Tschüss, Trecker!
Was war es nochmal? Ein Hanomag. Tschüss, Hanomag. Ein blauer Trecker. Sagt auf Wiedersehen. Und wir sagen Hallo unterm Radiosiegenzelt. Zu wem? Zu Uli Haas. Ja, guten Tag. Wir haben eben schon mit dem ATG gesprochen, einem Verein aus Aalchen. Aber obwohl Aalchen so ein kleiner Ort ist, haben sie noch einen Verein. Und zwar ist das der TuS Aalchen. Herr Haas, Sie sind vom TuS Aalchen. Was gibt es da für ein Sportangebot? Ja, wir haben hauptsächlich den Fußball. Wir haben den Seniorenfußball, die Jugend. Und da hätte ich gerne, dass noch viele bei uns kommen, weil der demografische Faktor, der fängt auch an langsam bei uns. Und wir haben eine Tennisabteilung. Und was ich auch erwähnen sollte, wir haben 90 oder 100 Leute in der Herzsportgruppe. Ui, das sind drei Herzsportgruppen, ja. Also das ist schon unglaublich stark. Und die werden wir auch weiterhin pflegen. Und wir haben eine in Freudenberg und zwei hier in Aalchen. Und ich bin ja auch froh, dass wir dieses Jahr in der ersten Kreisliga den 8. Tabellenplatz gemacht haben. Für so einen kleinen Verein hier ist das eine Sensation. Also, muss ich mal ehrlich sagen. Sensationell. Also der TuS Aalchen ist ein Ballsportverein allererster Klasse. Irgendein Event geplant noch dieses Jahr? Ja, wir machen noch ein Hobby-Fußballturnier im Juli. Da können alle dann teilnehmen, auch die Firmen oder alle können da dann teilnehmen. Das machen wir jetzt im Juli. Aber ich habe, glaube ich, den Termin vergessen, aber wir geben den nochmal durch. Ja. Das machen wir auf jeden Fall. Sonst noch irgendwas, wo Sie sagen, also Radio Siegen, das müsst ihr unbedingt noch über unseren TuS auch wissen. Was Sie wissen? Nette Truppe. Bitte? Nette Truppe, wie ist die Kameradschaft bei Ihnen? Oh, die ist sehr gut im Moment. Wir haben im Moment sogar die Möglichkeit, wir werden eine dritte Mannschaft noch aufbauen. Wir haben zwei Mannschaften und wir haben so viel Fußballer im Moment in der Seniorenabteilung, dass wir eine dritte Mannschaft aufbauen. Und wir müssen bis zum 15. Juli die dritte Mannschaft melden. Wir sind also auf jeden Fall begeistert und werden die dritte Mannschaft auch melden. Dann dafür auf jeden Fall ganz viel Erfolg und viel Glück. Und Dankeschön. Ja, präsentiert von den Sparkassen in Siegen-Wittgenstein. Gut für die Region. Live aus Aalchen heute Radio Siegen. Und ich glaube, so viele Besucher hatten wir bei einer Dörfertour selten. Also hier ist so viel los. Es sind ganz, ganz viele Kinder da, die immer noch auf der Hüpfburg springen. Also die bebt die ganze Zeit. Und auch ansonsten springen hier viele Leute rum. Unter anderem viele Teenies, wäre auch schön, zu denen wir ja nicht mehr wirklich gehören, Patricia. Nicht mehr, aber wenn ich einer wäre, dann könnte ich mitbestimmen oder zumindest mal Vorschläge machen, was es in Aalchen bald für Freizeitmöglichkeiten gibt. könnte ich zumindest. Anja Mertens vom Kreis Jugendring ist bei mir. Wenn ich jetzt ein Jugendlicher wäre, 13, 14 Jahre alt, was müsste ich dann machen? Donnerstag, den 24. September, findet hier in Backers eine Zukunftswerkstatt statt, wo alle Jugendlichen ganz herzlich eingeladen sind, mal ihre Meinung zu sagen, was ihnen gut gefällt in Aalchen, was ihnen nicht so gut gefällt und was sie sich wünschen und was vielleicht dann auch umgesetzt werden kann an Freizeitmöglichkeiten, an Begegnungsstätten, an Treffpunkten. Alles, was den Jugendlichen gefällt oder nicht gefällt, können die hier dann sagen und wir arbeiten dann mit diesen Empfehlungen weiter. Das ist mal ein Angebot, also den 24. September unbedingt im Kalender anstreichen. Da kann man eventuell für die Zukunft von Aalchen was machen. Man kann aber auch, wenn man Jugendlicher ist, in den Heimatverein eintreten. Jugendliche und Heimatverein, das passt jetzt nicht wirklich zusammen, oder Volker Nimke? Warum eigentlich nicht? Weil Herz und Seele eines Ortes sind die Menschen und zu den Menschen gehören natürlich die Jugendlichen. Und der Geschmack wandelt sich im Laufe der Zeit und von daher sollten die Jugendlichen dann auch motiviert werden, im Heimatverein mitzuhelfen. Und da wollen Sie bald eine neue Gruppe gründen oder was haben Sie vor? Wir haben vor, eine Gruppe für Jugendliche zu gründen, die dann Verschönerungen im Ort durchführt, backen, kochen, grillen, alles was dazugehört, was wir hier auch mit den Erwachsenen letztendlich machen. Verschönerungen im Ort, also ich sag, Sie haben so viele hübsche junge Leute, die können es auch einfach irgendwo an der Ecke stellen. Macht auch schon was her, oder? Also Aalchen ist auf jeden Fall jung geblieben und soll noch ein bisschen jünger werden, ne? Auf jeden Fall soll es jünger werden, aber vielen Dank für das Kompliment. Das nehmen wir gerne an. Wir werden demnächst die Leute an die Straße stellen hier. Das klingt jetzt so ein bisschen komisch. Wir diskutieren das jetzt nochmal aus hier bei Radio 7. Ellie Goulding bei Radio Siegen. Ich muss ja sagen, die Frau macht ja schöne Musik, Ellie Goulding, aber das ist nichts, finde ich, gegen das, was wir gleich hören hier bei Radio Siegen. Sie wissen, wir senden heute live aus Aalchen. Und bevor wir hier überhaupt angefangen haben zu senden, hat uns schon jemand ganz, ganz herzlich und liebevoll begrüßt mit einem Musikinstrument. Und Patricia Luther, hört mal nach, was das eigentlich für ein Instrument ist. Also der Mann, der uns begrüßt hat, das war der Dietrich Jung und er hat ein Musikinstrument, das sieht ein bisschen aus wie eine
Harmonika, wie so ein Akkordeon. Es heißt aber anders. Wie heißt das, dieses Musikinstrument? Bandoneon. Bandoneon, das kommt von Band. In der Mitte ist nämlich so ein Band gespielt. Und das spielt man auch ja, wie so ein Akkordeon mit zwei Händen. Es ist aber ein bisschen schwieriger zu spielen. Und es gibt auch nicht mehr viele Leute, die das spielen können. Warum? Ja, weil ein Professor sagt, in der Musik ist Ordnung und der Tonleiter ist hier nicht hintereinander wie beim Klavier. Und meine Tochter war 8 Jahre auf der Musikschule, keiner kann es mehr spielen. Schade. Also normalerweise sind bei einem Akkordeon oder bei einer Harmonika so Knöpfe an der Seite oder so Tastaturen und hier stehen jetzt Noten. Nee, was stehen hier? Buchstaben und Zahlen. Zahlen und Buchstaben sind das. Gibt es auch keine Noten von. Und ich habe hier ja Klettverschluss drauf gemacht, dass ich das noch greifen kann. Die Töne sind nicht wie bei einem Klavier so hintereinander angeordnet, sondern Sie sagten in so einer Schnecke, also dass es durchgeht. Rund. Der Tonleiter liegt rund wie bei einer Schnecke. Alles klar. Jetzt haben wir viel über das Musikinstrument geschwätzt. Jetzt wollen wir auch was hören. Legen Sie mal los. Eichen, wo sind denn eure Hände? Kann man auch mal klatschen schön. Jawohl. Das Stimmung hier. Eichen. Am Backes ist was los. Dieses Instrument ist übrigens 100 Jahre alt. Sieht nicht so aus. Hört sich auch nicht so an. Quietscht gar nicht. Ja.